Der Hörmann hat eine Partei gegründet und wird jetzt der große Führer oder Auto, wie der Rückstand. Es ist nun einmal so, dass unser Geldsystem Wenn man auch Wenn der Staat 2-3 Jahre keine Schulden macht, die Wirtschaft in dieser Zeit aber trotzdem weiter wächst, muss jemand anderes diese Schulden aufnehmen. Der Bürger, die Industrie. Die Umverteilung der Steuern im Rahmen einer kleinen elitären Schicht, die das Zentrum von 1% real effektiv macht in aller Inflation. Ja, meine Trader-Gemeinde. Guten Morgen, guten Tag oder aber auch gute Nacht zu einer weiteren FM Signals Infoshow Videoausgabe. Mein Name ist immer noch Damian Galitsch aus dem schönen, frischen, frühlingshaften Stuttgart. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu Wieder und Wieder 48 Stunden technische Analyse und Synthesen. Heute hier jetzt mit einem weiteren Wechselkurspaar am Dienstagnachmittag und zwar mit dem Euro-Yen. Und ich möchte Ihnen wieder das Wechselkurspaar wissenschaftsmethodisch auf den Punkt bringen. Okay, wieso Euro-Yen? Hier haben wir Euro-Yen, 5-Minuten-Chart. Wieso Euro-Yen, nachdem gestern wir uns Euro-Dollar oder ich Ihnen Euro-Dollar vorgestellt habe, ausgesucht habe und wir mitten im Geld schwimmen, hätte ich schon beinahe gesagt. Ja, im besten Sinne natürlich, überraschend oder ja, erwartet aber nicht so gut. Wunderbar, dachte ich mir, heute nehmen wir uns mal den Euro-Yen vor und zwar werden wir mal
natürlich werden wir mal versuchen, uns eine Gegenposition aufzubauen. Und zwar gestern Euro-Dollar haben wir ja gekauft. Sind im Geld, 100 Pips, bis zum Wochenende würde ich die Position behalten wollen, aber das Risk Management liegt alles an Ihnen. Wie dem auch sei, ich möchte Ihnen heute den Euro-Yen vorstellen, und zwar der Euro-Yen handelt hier auch auf Wochenhöchstkursen mehr oder weniger. Und da und noch im Kontext eben zur gestrigen Position Euro-Dollar haben wir gestern, sind wir eben Euro-Dollar gestern long, heute short möchte ich gehen. Also diese FM-Signals Signal zieht eben darauf ab, den Euro zu verkaufen, also gegenüber dem Dollar gekauft, gegenüber Yen verkauft. Kurzfristig übergeordnet Euro-Yen, ganz klarer Kauf, aber nicht zu diesen Preisen. Vielleicht 100, 200 Pips tiefer wäre mir wohler, Euro-Yen zu kaufen, ehrlich gesagt, heute hier und jetzt. Am Dienstag natürlich, Dienstag, 27. März 2012, Uhrencheck, Terminkalendercheck. Brüsseler Zeit 14.05 Uhr oder eben auch in Zürich 14.05 Uhr am Dienstag, den 27. März 2012. Okay, ich habe noch ein paar Linien gezeichnet, habe versucht auch die aktuellen Kursschwankungen mal einzuordnen. Wie gesagt, was auffällt, ist eben hier das Hoch von letzter Woche am 22. März. Momentan handeln wir etwas drüber und ich hoffe eben, ich gehe einfach davon aus, hoffe ist das falsche Wort, gehe davon aus oder kalkuliere eher mit einem Rückfall als mit einem weiteren Anstieg, aber hochspekulativ, denn wir sehen, wir sind auf Höchstpreisen, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich größer, dass der Trend intakt bleibt, denn wenn wir das mal uns hier anschauen, hier von oben, genau, also dass die Bullen hier praktisch, dass die Marktteilnehmer, die hier Euro-Yen gekauft haben, praktisch, wir spekulieren praktisch gegen die, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, also sehr spekulativ. Hier, die sich alle eingedeckt haben letzte Woche, erwarten natürlich auch höhere Preise diese Woche. Genau, und hier diese kleine Bärenhorde, sage ich jetzt mal, gegen diese Bullenhorde, um es mal bildlich zu formulieren. Okay. Dabei sehen wir auch hier diesen Aufwärtstrend letzte Woche noch von unten und hier. Und das sollten dann meiner Meinung nach eben auch die Ziele darstellen. Momentan also Ziele wäre meiner Meinung nach perfekt, Optimum wäre hier 1,09. Dann hätten wir, ja sage und schreibe, 150 Pips gemacht. Genau, aber so weit möchte ich nicht gehen. Aber vielleicht im Wochenverlauf, wenn es sich, wenn die Entwicklung gutheißen sollte. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass wir nach oben ausbrechen. Deswegen antizyklisch hochspekulativ dieser Wechselkursbau heute. So. Und eben praktisch auch als Gegenposition zu gestern, den Stopp setzen bleibt natürlich selbst überlassen. Das 100 Pips sollten für einen Tag reichen. Ja, im Euro-Dollar müssen Sie aber selbst wissen. Ja. Oder natürlich auch laufen lassen und eben die größeren Kursschwankungen mitnehmen, ja, wie Sie wollen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir zum Punkt. Hier sehen wir den Abwärtstrend. Wenn wir heute hier jetzt verkaufen sollten, 1,57, würde ich das Stop nicht hier beim Zwischenhoch setzen, bei 1,1086, sondern etwas drüber, meinetwegen bei 111. Ich bin kein Freund, sagte ich schon mehrmals von runden Zahlen, aber in diesem Fall, nehme ich es einfach wahr. Bei 111 würde ich den Stopp setzen, sind 50 Pips oder 45 Pips, um genau zu sein. Ziel sind, ja, wenn es gut läuft, 100, 150 sogar. Aber das erste Ziel ist dann eben hier diese Linie. So, und dann hier dieser Space, dieser Zeitraum. Hier in diesen sollten wir dann hoffentlich, oder damit kalkuliere ich, davon zielt die Spekulation ab, handeln dann. So, okay. Unterstützung. Ja, Unterstützung kann man das nicht sagen. Hier habe ich mal die 288 und die 1440er Linie gemacht. Das sind die, das symbolisiert Tagesdurchschnitt, Wochendurchschnitt. Und wie gesagt, hochspekulativ, also spekuliere gegen den Trend. Diese Handlungsmöglichkeit gegen den Trend und auch gegen den Wochentrend. Und sollten wir dann tatsächlich hier unten halten, dann hätten wir auch ein gutes Sentiment, hätte sich auch das Sentiment kurzfristig geändert. So,
wenn wir dann auch hier unten handeln sollten. Also ganz antizyklisch. Ganz antizyklisch. Fast schon hardcore. Hardcore. Aber wie gesagt, gestern ging der Trade wunderbar auf. Im Euro-Dollar, da dachte ich mir, gib mir ein bisschen Gas. Gib mir ein bisschen Gas. Okay. Und beim Sonnenschein, wir haben jetzt die Sonne nicht im Rücken, um wirklich zu bleiben. Ja, die Sonne scheint so wunderbar hier bei mir im Ländle. Also wir spekulieren jetzt praktisch gegen den Trend. Okay. Aber auch nur mit Kapital, das wir verschmerzen können. Also wie gesagt, hochspekulativ. Sollte es aufgehen, wunderbar. Haben wir guten, satten Gewinn gemacht. In 48 Stunden oder mehr nicht. Haben halt eben ja 50 Pips verloren. Okay. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Indikatoren. Viele fragen mich immer Indikatoren. Hier haben wir den Aaron-Indikator auf 288, also auf Tagesbasis. Wir sind praktisch im Tagessoll, im Tagestrend. Der Oszillator gibt nach, also wir spekulieren, wir steigen antizyklisch ein. Wir steigen, auch mal eine Bestätigung, dass es sich hier um ein antizyklisches Investment handelt. Ja, so, okay. Zum Abschluss, hier nochmal, genau, zum Abschluss habe ich nochmal die Hochs und Tiefs letzter Woche eingezeichnet, hier genau. Und zwar sind es hier der mittlere und die 76er Fibo-Lines, 61er, 38er, 23er. Und das Ziel sollte sein, die Lows letzter Woche sind hier unten, davon gehe ich nicht aus, ehrlich gesagt. So, aber wäre natürlich ja, noch besser. Ich würde aber praktisch hier diesen Timespace bevorzugen, vielleicht die 23er letzte Woche. Hier nochmal die Bestätigung des Aufwärtstrends. Wenn wir hier handeln sollten, im Wochenverlauf, wäre wunderbar. So. Wunderbar. Okay. Euro-Dollar heißt nicht, dass der Euro-Dollar auch abschmieren sollte. Da müssen wir uns von Fall zu Fall anschauen. Habe ich mir heute Morgen auch nicht angeschaut, die Kursbewegung, ehrlich gesagt. So, gestern Abend noch. Heute Morgen noch. Aber jetzt, ja. Also nicht Euro-Dollar quer durch verkaufen und Yen durchgehend kaufen, von Fall zu Fall sich anschauen, das Wechselkurspaar. Wie dem auch sei. Okay. Zum Abschluss nochmal die aktuelle Woche und wir sehen, wir sind hier eben hier Wochen hoch, Wochen tief und das Ziel wäre dann roundabout Wochen tief. So, also wir handeln total antizyklisch, eigentlich bin ich eher ein Trendfolger, aber wenn sich solche Möglichkeiten